irgendwas? Ja, schwierig, da die richtigen Worte zu finden. Also es ist natürlich unfassbar bitter. Wir alle wissen, wie die Ergebnisse in den letzten Wochen bei uns waren. Und die sind halt natürlich nicht zufriedenstellend. Und da tut es natürlich dann auch an so einem Tag wie heute weh, wenn man die nächste Niederlage einfahren muss. Erste Halbzeit waren wir, glaube ich, nur am Verteidigen, kamen gar nicht raus. War nicht giftig in den Zweikämpfen, waren teilweise immer einen Schritt zu spät. Und ja, dann ist es einfach schwierig, überhaupt ins Spiel zu kommen, wenn du gar nicht in die Zweikämpfe kommst. Das haben wir in der Halbzeit klar angesprochen, wollten das unbedingt ändern. Und ich denke, zweite Halbzeit war dann am Anfang besser, waren wir giftiger, sind gut rausgekommen. Wir haben ja umgestellt, erst auch vom System her, aber auch personell. Haben dann auch nochmal versucht, die Bälle in die Tiefe, auch unter anderem auf mich, vermehrt zu spielen, um da direkt die ganzen Reihen zu überspielen. Ich denke, da hat es eigentlich auch nicht schlecht angefangen. Dann kriegen wir aber auch wieder das 0-2. Dann kommt man wieder einfach in diesen Strudel, wo man anfängt, viel hinterher zu laufen. Wir hatten ein paar Chancen. Ich glaube, es ist dann halt auch einfach in so einer Phase, wo halt ja, nicht viel für dich läuft, dass du das Selbstvertrauen nicht hast. Dann kommt manchmal auch Pech dazu, dann werden Schüsse geblockt und das ist halt unfassbar bitter. Und da müssen wir jetzt einfach schauen, dass wir uns da rauskämpfen. Alles andere ja, ist halt keine Option. Da haben wir es auch hinbekommen, gegen Kaiserslautern letzte Woche die Null zu halten. Und ich denke, es muss unser Anspruch sein, weil nur wenn wir hinten die Null halten, dann nimmst du auf jeden Fall auch was mit und kannst über die Null einfach auch mal zu 3 Punkten kommen, aber das haben wir leider nicht geschafft. Wir halten zusammen, wir haben gewusst, dass es schwer wird, wir brechen da auf gar keinen Fall auseinander. Jeder muss den anderen einfach aufbauen, wir müssen füreinander da sein und nur so können wir es schaffen, mit dem Zusammenhalt die Liga zu bestehen und das ist unsere Aufgabe jetzt. In erster Linie dürfen wir so viele Tore kriegen, da müssen wir im Kollektiv verteidigen. Das fängt auch schon vorne bei uns in der Offensive an. Da hatten wir heute auch wenig Zugriff, dass wir wenig pressen konnten. Ich denke, da müssen wir an uns arbeiten, aber dann natürlich auch andersrum in der Chancenerspielung, dass wir es schaffen, noch mehr vor das gegnerische Tor zu kommen und noch klarere Chancen zu erspielen. Wir werden nicht aufhören, der Trainer gibt uns gute Formeln mit, die müssen wir bestmöglich jetzt in der Länderspielpause absolvieren und umsetzen, um dann einfach nach der Länderspielpause immer wieder zu gewinnen. Gerade in der Phase, in der wir sind, ist es unfassbar wichtig und vor allem aber auch schön zu hören, dass die Fans hinter uns stehen. Und ich habe es auf der Bank vorhin auch schon gesagt, es ist unfassbar, wie viele von uns hier mitfahren, die Fahrt auf sich nehmen und ein Auswärtsspiel zu einem Heimspiel machen. Und das hilft einem, auch wenn man es aktuell vielleicht nicht in den Ergebnissen sieht, aber für uns, für den Kopf ist es natürlich unfassbar wichtig und schön zu spüren, dass die Stadt, die Fans noch hinter uns stehen.